Mein lieber Zwillinge, herzlich willkommen. Mein Name ist Emmanuel. Ich bin dein astrologischer Lebensberater aus 10 Stern Astrologie. Die Sonne ist in Krebs bis zum 21. Monatstag. Und das ist dein Haus des Geldes. Die sinngemäße und konkrete Nutzung deiner materiellen Ressourcen rückt im Juli in den Mittelpunkt. Am 2. des Monats geht Mars in das Sternzeichen Löwe. Und er bleibt dort bis zum 17. August. Deine Motivation wird auf die Vertiefung deines Wissens durch selbstständiges Erlernen von neuen Inhalten gerichtet sein. In deinem Alltag wirst du in der Lage sein, dich stärker durch Sprache zu durchsetzen. Im Laufe dieses Transits können neue Anreize entstehen, die dich dazu bewegen, kreative und originelle Handlungsstrategien zu erarbeiten. Am 2. Juli haben wir auch unsere erste Finsternis, in diesem Fall eine Sonnenfinsternis in Krebs. Die Auswirkung dieser Finsternis bleibt bis 15. des Monats. Aufgrund deiner Leistung und Bemühungen dürfte sich eine Lebenssituation stabilisieren. Beim Thema Wohnung oder Familie kann eine tiefe und deutliche Veränderung unerwartet eintreten. Am 8. läuft Merkur rückläufig in Löwe. Das Unfallrisiko steigt im Juli deutlich an, insbesondere wenn du riskante körperliche Aktivitäten betreibst. Ein Gerät könnte beschädigt werden und dieses müsste zur Reparatur geschickt werden. Bis Mitte August sollte man womöglich einen Wohnungswechsel meiden, ansonsten wird man später Ärger haben. Papierkram und jegliche Angelegenheiten, die schriftlich zu regeln sind, werden sich in die Länge ziehen oder frustrierend sein. Am 6. des Monats haben wir unsere zweite Finsternis, in diesem Fall Mondfinsternis, im Steinbock. Der Einfluss dieser Finsternis bleibt bis Anfang August. Etwas in deinem Leben wird sich tiefgründig verändern. Sei bereit für unerwartete Wendungen und Änderungen. Aufgrund deiner finanziellen Lage wirst du eine neue Einkommensalternative suchen. Die Erstellung eines neuen Finanzplans wird auch erforderlich sein, damit man klare Verhältnisse mit einem Menschen hat. Am 19. ist Merkur rückläufig in Krebs. Bis zum Monatsende wirst du einschätzen können, ob eine Initiative, die deine Wohnung oder Beruf betrifft, sich wirklich lohnt. Die neue Bewertung und gegebenenfalls Aussetzung einer Entscheidung kann erforderlich sein. Hochwertige neue Anschaffungen sollen vermieden werden. Die Bezahlung von hohen Rechnungen ist bis 31. Juli nicht auszuschließen. Am 25. Juli ist Mars im Trigon zu Jupiter. Falls zutreffend, wirst du mit deinem Partner in kürzester Zeit große Fortschritte erreichen oder viel Energie bei einer abenteuerlichen Unternehmung zum Einsatz bringen. Körperliche Aktivität, Sport- und Bildungsangelegenheiten sowie Rechtsangelegenheiten sind sehr begünstigt und dürfen erfolgreich für dich verlaufen. Am 28. tritt Venus in das Sternzeichen Löwe ein. Du wirst von interessanten Neuigkeiten von einer Frau hören, die Umsetzung deiner geistigen Fähigkeiten auf kreativen Wegen wird dir ermöglicht. Ein angenehmer Besuch oder Gespräch wird erfolgen. Meine liebe Zwillinge, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Vorausschau für Juli 2019.
Wenn du eine genauere und individuelle Vorausschau brauchst oder haben möchtest, dann kannst du dich bei mir gerne melden bzw. eine individuelle Beratung buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute für Juli. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.